Schön, dass Sie da sind. Mein heutiges Thema ist: Leiden körpereigene Hormone durch Mutterschaft? Das heißt, Sie sind erst schwanger, gebären ein Kind, stillen ein Kind und sind dann Mutter. Mein Name ist Christine Rosa-Tanner und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Sind Sie auch Mutter von einem Kind, von zwei Kindern, drei Kindern oder mehreren Kindern? Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, erlebe ich jede Woche. Da kommen zu mir Mütter, rufen mich an und sagen, ich habe die und die Beschwerden. Wir wissen ja, körpereigene Hormone steuern alles. Körperliche Themen, Gehirnthemen, Vergesslichkeit, psychische Themen. Und diese Mütter erzählen dann von ihren Symptomen und dann kommt zur Satz zum Beispiel, ja, es fing an nach dem ersten Kind oder nach dem zweiten Kind oder nach zwei oder drei Kindern wurde es dann verstärkt, kamen diese Symptome. Es ist so, dass stressige Zeiten unsere Hormone im Körper ziemlich stressen können, sodass die Hormonwerte tiefer werden. Und den Hormonen ist es eigentlich egal, ob das Stress irgendwelcher Art ist oder sogar freudiger Stress. Mutter werden, schwanger sein, stillen, Mutter werden, Mutter sein ist ja Freude. Und darum nenne ich es freudiger Stress. Aber es ist auch anforderungsreich, oder? Sie werden mir das als Mutter bestätigen vielleicht. Also ich nenne es jetzt mal freudiger Stress. Und auch freudiger Stress ist für unsere körpereigenen Hormone Stress. Und es ist einer der Hauptursachen, warum Hormonwerte tiefer werden. Dann sagen manche Mütter zu mir, ja, aber die Geburt oder die Geburten sind jetzt schon 5 oder 10 Jahre vorbei. Eines sage ich Ihnen, diese tiefen Hormonwerte haben sich seither nicht mehr erholt. Und zwar erholen sich die Hormone auch nicht, wenn sie in Urlaub gehen oder wenn sie 3 Monate eine Auszeit machen. Das hilft den körpereigenen Hormonen nicht. Wenn Hormone viel zu tief sind, dann helfen Ferien nicht, auch nicht mit Nahrung und Pflanzen, sondern dann braucht es einfach auch sehr viel mehr, zum Beispiel auch den Einsatz von bioidentischen Hormonen. Und ich habe dann erlebt, wenn man dann die Speicheltestung gemacht hat, bei diesen Müttern, dass viele Hormone viel zu tief waren. Zum Beispiel das Progesteron, das Estriol, das Estradiol, das Cortisol, das DHEA. Und wirklich, die waren wahrscheinlich schon Jahre zu tief, weil auch keine Ferien mehr genutzt haben. Auch Nahrung, wenn Hormone viel zu tief sind, dann hilft auch Nahrung nicht mehr. Also, falls Sie sich angesprochen fühlen, Sie sind Mutter und Sie haben diverse Beschwerden oder nur eine Beschwerde, ein Symptom, dann wäre es an der Zeit zu überlegen, könnte das auch mit den körpereigenen Hormonen zusammenhängen, die damals gelitten haben. Sie kennen ja den Begriff vielleicht Babyblues oder Still- oder Schwangerschaftsdemenz oder jedes Kind kostet einen Zahn, ob das jetzt Gehirnfunktionen sind, ein Zahn, der Kieferknochen oder auch Stimmungsschwankungen. Das alles sind Anzeichen schon nach der Geburt, die darauf hinweisen, dass Hormone in den Keller gegangen sind vom Wert her. Aber die tolle Nachricht, Sie können sie auch wieder aufbauen, in den optimalen Zustand bringen, mit natürlichen und ganzheitlichen Methoden. Dafür bin ich da. Ich freue mich auf Ihren Kontakt. Es sind unten meine Kontaktdaten, wo Sie mich anschreiben oder anrufen können. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch auf ein Like oder Abonnieren des YouTube-Kanals und bis zum nächsten Video. Bis bald, Ihre Christine Rosa-Tanner.